Die Kinder einflussreicher Nazis spielten eine ambivalente Rolle in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Diese Kinder wurden in den Schatten ihrer hochrangigen, oft berüchtigten Eltern geboren und erlebten eine Kindheit im Umfeld des nationalsozialistischen Regimes im Deutschland der 1930er und 1940er Jahre. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden viele von ihnen vor komplexe Herausforderungen gestellt, da sie mit den dunklen Taten und dem Vermächtnis ihrer Eltern konfrontiert waren. In diesem Video werden wir einen Blick darauf werfen, was aus einigen dieser Kinder wurde, wie sie mit ihrer belasteten familiären Geschichte umgingen und welche Wege sie in der Nachkriegszeit eingeschlagen haben. Gudrun Himmler, geboren am 8. August 1929, war das einzige Kind von Heinrich Himmler. Trotz der traurigen Bekanntheit ihres Vaters, einem der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, blieb sie bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 eine entschlossene Unterstützerin ihres Vaters. Heinrich Himmler hegte eine besondere Zuneigung für seine Tochter und sorgte dafür, dass sie regelmäßig von ihrem Wohnsitz in München, wo sie mit ihrer Mutter lebte, zu seinen Büros in Berlin geflogen wurde. Heinrich Himmler hielt engen Kontakt zu seiner Tochter. Er rief sie täglich zu Hause an und schickte wöchentlich Briefe. Heinrich nannte sie liebevoll bei ihrem Kindheitsspitznamen Püppi. Sie begleitete ihn auch bei bestimmten offiziellen Anlässen. Sie widersprach der weit verbreiteten Überzeugung, dass ihr Vater Selbstmord durch das Beißen in eine versteckte Zyankali-Kapsel begangen hatte. Stattdessen beharrte sie darauf, dass er ermordet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sowohl sie als auch ihre Mutter von amerikanischen Streitkräften festgenommen und in verschiedenen Lagern in Italien, Frankreich und Deutschland inhaftiert. Sie wurden nach Nürnberg beordert, um bei den Prozessen Zeugenaussagen abzulegen und im November 1946 wieder freigelassen. Während ihres Lebens arbeitete Gudrun unermüdlich daran, das Ansehen und die Erinnerung an ihren Vater zu bewahren. Sie wurde ein integraler Teil der Stille Hilfe, einer geheimen Organisation, die Unterstützung für Verhaftete, Verurteilte oder geflohene ehemalige SS-Mitglieder bereitstellte. Ihre Mitwirkung an dieser Organisation war ein Beweis für ihre unerschütterliche Loyalität gegenüber dem Erbe ihres Vaters. Martin Bormann Jr., der älteste Sohn des Nazi-Parteifunktionärs Martin Bormann, führte ein Leben, das von der schweren Bürde der berüchtigten Identität seines Vaters geprägt war. Geboren am 14. April 1930, war er nur ein Kind während der Blütezeit seines Vaters und der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs. Seine Kindheit, die von der herausragenden Stellung seines Vaters im inneren Kreis Hitlers überschattet war, war alles andere als gewöhnlich. Dennoch wurde der junge Bormann vor den grausamen Realitäten des Nazi-Regimes geschützt. Nach dem Krieg wurde er mit den schrecklichen Taten konfrontiert, die seinem Vater zugeschrieben wurden, was ihn zu einer Reise der Reue und Wiedergutmachung führte. Er distanzierte sich von der Ideologie seines Vaters, trat der katholischen Kirche bei und widmete sein Leben der Kirche. Er arbeitete sogar in den Missionsfeldern im Kongo und in Kamerun, um für die Vergehen seines Vaters Wiedergutmachung zu leisten. Jedoch sah sich Bormann im Jahr 2011 Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Ein ehemaliger Schüler behauptete, Bormann habe ihn in den frühen 1960er Jahren im Alter von 12 Jahren missbraucht. Es gab weitere Anschuldigungen schwerer körperlicher Gewalt gegen andere Schüler. Zu dieser Zeit, als die Vorwürfe vorkamen, litt Bormann an Demenz, was es ihm unmöglich machte, sich mit den Anschuldigungen auseinanderzusetzen. Obwohl diese Anschuldigungen zu keiner rechtlichen Maßnahme führten, sprach die unabhängige Glasnik-Kommission, die zur Untersuchung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche in Österreich eingesetzt wurde, dem Kläger eine Entschädigung zu. Niklas Frank, der Sohn des berüchtigten Nazi-Kriegsverbrechers Hans Frank, hat einen bedeutenden Teil seines Lebens damit verbracht, sich mit dem dunklen Erbe seines Vaters auseinanderzusetzen. Geboren im Jahr 1939 war Frank zu jung, um die Grauen des Holocaust zu begreifen. Dennoch hat sein Erwachsenenleben hauptsächlich darin bestanden, die Taten seines Vaters zu verstehen und öffentlich zu verurteilen. Hans Frank, der als der Schlächter von Polen bekannt war, war Hitlers persönlicher Anwalt und später Generalgouverneur im besetzten Polen. Trotz der abscheulichen Taten seines Vaters hat sich Niklas Frank auf ungewöhnliche Weise mit seinem Erbe auseinandergesetzt. Er hat mehrere Bücher verfasst, darunter Im Schatten des Reiches, in denen er seine Bemühungen beschrieb, die Taten seines Vaters zu verstehen und deren Auswirkungen auf sein Leben. Franks Engagement, andere über den Holocaust und dessen langanhaltende Auswirkungen auf die Familien der Beteiligten, einschließlich der Täter und Opfer aufzuklären, verdient Anerkennung. Seine offenen, öffentlichen Diskussionen bieten eine einzigartige Perspektive auf die Erinnerung an den Holocaust und dienen als eindrucksvolle Mahnungen an die Gräueltaten, die aus ungezügeltem Hass und Vorurteilen resultieren können. Edda Göring war das alleinige Kind von Hermann Göring und seiner zweiten Frau, der Schauspielerin Emmy Sonnemann.
Als Tochter eines der engsten Vertrauten Hitlers, die kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, verbrachte Etta ihre frühen Jahre hauptsächlich mit ihrer Mutter. Ihre Kindheit war geprägt vom Überfluss und Privilegien, die sich aus der einflussreichen Position ihres Vaters im nationalsozialistischen Deutschland ergaben. Sie wurde oft bei öffentlichen Veranstaltungen fotografiert und sollte das Bild einer heilen Familienidylle darstellen, das das Nazi-Regime vermitteln wollte. In ihrer Jugend erhielt sie zahlreiche historische Kunstwerke, darunter das Gemälde Madonna mit Kind von Lukas Cranach dem Älteren. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs änderte sich das Schicksal der Familie Göring drastisch. Hermann Göring wurde bei den Nürnberger Prozessen wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt. Obwohl er der Hinrichtung durch den Suizid entkam, hinterließ sein Handeln Etta ein belastetes Erbe, mit dem sie sich den Rest ihres Lebens auseinandersetzen musste. Etta Göring versuchte ein Leben abseits der Öffentlichkeit zu führen. In der Öffentlichkeit sprach sie selten über ihren Vater, behauptete jedoch in privaten Gesprächen, dass er ein guter Mensch war. In den 1950er und 1960er Jahren gerieten viele der wertvollen Geschenke, die sie in ihrer Jugend erhalten hatte, einschließlich des Gemäldes Madonna mit Kind, in langwierige juristische Auseinandersetzungen, von denen sie die meisten im Jahr 1968 verlor. Während die Kinder anderer bekannter Nazis wie Gudrun Himmler und Albert Speer Jr. oft öffentlich über die Rolle ihrer Väter sprachen, mied Etta Göring bemerkenswerterweise solche öffentlichen Diskussionen. Dennoch brach sie 1986 während eines Fernsehinterviews in Schweden ihr Schweigen und drückte ihre tiefe Zuneigung zu beiden Elternteilen aus. Sie verstarb im Jahr 2018 und hinterließ ein Leben, das für immer von den Handlungen ihres berüchtigten Vaters geprägt war. Rolf Mengele, der Sohn des berüchtigten Nazi-Arztchef Josef Mengele, verbrachte einen Großteil seines Lebens im Schatten der schrecklichen Geschichte seines Vaters. Geboren am 16. März 1944, wuchs Rolf abseits der schrecklichen Konzentrationslager auf, in denen sein Vater seine berüchtigten Experimente durchführte. Rolfs frühe Lebensjahre waren von Geheimnissen und Fehlinformationen geprägt. Man brachte ihm bei, dass sein Vater ein Kriegsheld gewesen sei, und erst als Jugendlicher erfuhr er die erschütternde Wahrheit. Trotz der Bürde seines Namens bemühte sich Rolf, ein normales Leben zu führen, indem er Jura studierte und als Unternehmensanwalt arbeitete. Nach dem Krieg floh Josef Mengele nach Südamerika. Sein Umzug auf einen anderen Kontinent bedeutete, dass er seinen Sohn Rolf zurücklassen musste. Dieses Fehlen in Rolfs Leben machte ihn besonders interessant, insbesondere für Nazi-Jäger, die glaubten, er halte Kontakt zu seinem Vater. In gewissem Maße lagen sie richtig. Mengele verfasste einige Briefe an seinen Sohn, was Rolfs Neugier weckte und ihn 1977 dazu brachte, eine Reise nach Südamerika zu unternehmen, um seinen Vater zu treffen. Im Rückblick erkannte Rolf, dass sein Vater keine Reue für seine grausamen Taten in Auschwitz zeigte und sogar versuchte, sie zu rechtfertigen. Obwohl Rolf seinen Vater und alles, wofür er stand, verabscheute, konnte er sich nicht dazu durchringen, ihn zu verraten. Er schwieg über Mengeles Versteck in Südamerika, wodurch der berüchtigte Todesengel einer Bestrafung für seine zahlreichen Gräueltaten entkam. Nach der Begegnung mit seinem Vater beschloss Rolf, seine Identität zu ändern und die Verbindung zu seiner Vergangenheit zu kappen. Es wird vermutet, dass er heute eine Familie hat und als pensionierter Anwalt ein ruhiges Leben in Deutschland führt. Wenn du jetzt noch etwas über Hitlers brutalen Generalplan Ost erfahren möchtest, dann klick auf dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!